Ja. Edgar, das war auch für dich das erste Pflichtspiel in der HDI-Arena, zumindest im Trikot von Hannover 96. Ich glaube, wenn du dir vorher überlegt hast, wie es so werden würde, das wäre so eine Variante, mit der du ganz zufrieden gewesen wärst, oder? Sehr, sehr gut. Ich habe gehofft, dass wir ein gutes Spiel abliefern. Dass man der Sieg gesehen kommt dann zwingendermaßen, wenn man gut spielt, normalerweise, so nicht viel schief läuft. Und ja, so habe ich es mir eigentlich erstmal richtig gut spielen und gewinnen. Wie viel von denen würdest du sagen, was ihr euch vorgenommen habt, konntet ihr heute schon umsetzen? Ziemlich viel. Ja, vor dem Spiel war einfach, es ging darum, dass wir Diego Berbe zu dritt im Mittelfeld. Es ging darum, nach vorne Akzente zu setzen. Und es ging darum, defensiv stabil zu stehen. Das haben wir größtenteils heute hinbekommen. Was sagst du zur Kulisse in Hannover? Schön. Ich fühle mich sehr, sehr wohl hier. Die Zuschauer waren heute großartig. Der Platz war auch super. Also besser geht nicht. Edgar, vielen herzlichen Dank.